Hi Freunde, willkommen zurück und wir haben erfahren, dass wir sogar noch genug Puzzleteile haben, um die dritte Welt zu öffnen. Oh mein Gott, mal gucken, wie das jetzt wieder wird. Okay. Okay. Ein bisschen kann ich ja... nee, das war falsch. Bam. So. Tut mir wirklich leid, Leute, aber wenigstens geht es so halbwegs auch ohne... Mann. So, damit öffnen wir schon die dritte Welt. Ich frag mich, war das jetzt, welche Welt war das jetzt? Na, werden wir gleich sehen. Er hat Puzzles Aufgabe 3 gelöst. Nun wird er ihm den Weg weisen. Geil, Mann. Jetzt macht er wieder seinen komischen Zauberspruch da mit seinem heiligen blauen Strahl. Oder ich würde auch sagen, es ist Firing Laser. Mal looken. Was fahren wir, Laser? Ah, Hexoland. Also der Rummelplatz. Der war auch geil. Aber auch so riesig komplex, ey. Ach, naja. Closed. No entry, man. Quatsch. Boah, mit seiner unglaublichen Macht hat er eine Tür aufgemacht. Du bist Imba, Mann. Ich will auch so einen Kopf haben wie du. Egal. Für Aufgabe 4 hat er nicht genügend Pose los. Kehre er zurück, wenn er genügend gesammelt hat. Ja, ja, ja. Ach, ich denke mal nicht, dass es so viele sind. Wie viele brauchen wir denn? Oh, was? Tür zu? Ah, 14 brauchen wir, okay. Das ist doch mal kein Problem. So. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Da. Ich meine, zurück zum... Ich glaube, ich habe doch hier schon geguckt, ne? Hier geht es ja, glaube ich, weiter zur Welt 2. Ah, das sieht schon sehr nach Mine aus. Was? Moment mal. Jinjo Do... Wrong way. Fies. Sorry, Leute. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn dann lang? Links geht ja auch nicht lang. Ah, da oben, langhangeln. Ja, klar, mit der neuen Fähigkeit natürlich auch gleich zur neuen Welt, alles klar. Ich weiß Bescheid. Hoppala. So. Alter, voll jetzt richtig zerspalten den Kunden. So. Wie passt Kazooie eigentlich in diesen kleinen Rucksack rein? Ist egal. So. Ja, boah, Plateau, genau. So, ach du Scheiße. Hä? Noten? Also gibt's in der Oberwelt diesmal auch Noten? Gibt's in der Oberwelt diesmal auch Puzzleteile wieder? Ich höre hier einen Jinjo. Bestimmt unter dem Felsen hier, dafür brauchen wir doch auch wieder unseren komischen Puncher. Ah, eine neue Fähigkeit. Vielleicht jetzt schon die Bohrgranate? Oh, Feuereier. Nun lernst du, was das musst du kennen. Mit Eiern zu schießen, die knistern und brennen. Geil, Mann. Stimmt ja, man kriegt ja verschiedene Eiersorten. Feuereier, Granateneier und irgendwie so ein komisches... Ein brandneues Ei, du jetzt hast erhalten. Nun lerne was zum Feuern und du musst schalten. Ja, ist klar. Mit R wechseln. So. Weggedreht, dann trappen. Stup. Okay. Feuereier. Geil. So, und dann ist hier aber noch genau diese Bienenstock. Und in diesem Bienenstock kriegen wir unsere... Noten. Oh! Da tauschen wir diese Honigfarben, die wir einsammeln, um gegen neue Energie. So. Also unsere erste Begegnung mit der... Oh mein Gott. Ih, alles voller Honig. Die Füße kleben. Richtig eklig. Hi, großer Bär. Ich bin Honigbini, Herrin des Honigs. Och, hättest du nicht Herrin der Puzzlelos sein können? Das hätte euer Abenteuer zu einfach gemacht. Jedenfalls kann ich euch extra Energieeinheiten für leere Honigfarben geben. Ich schätze, das ist besser als gar nichts. Sei nicht unhöflich, Kazooie, Mann. Kazooie ist voll fies. Verzeihung, Wespendame. Ich bin Honigbini. Eine Biene, keine Wespe.
Aber natürlich, Hornissenmädel. Du hast genug Honigwaben für zwei. Oh, für zwei? Geil. Willst du tauschen? Klar, Mann. Zwei. Boah, geil. Sicher, Süße. Ey, die hat auch so einen riesen Vorbau, ey. Das ist ja unmöglich. Hier, großer Bär. Zack. Hier ist deine extra Energie. Klink, klink. Oh, boah, das ist ein Gefällt. Jetzt brauchen wir anscheinend fünf neue. Uff. Okay. Aber zwei neue. Ey, das ist doch geil, oder? Zwei neue Energieeinheiten? So. Und da ich ja auch schon zur Welt 3 kann. Hier ist Welt 2, aber da gehe ich erstmal noch nicht hin. Ich gehe erstmal gucken. Oh, was? Da ist ja eine. Wieso ist ein Gitter dazu? Ah, da oben, Feuerschalter. Da, 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 da. Okay, Moment. Eier wechseln. So. Ey, Mann. So, Hitze. Da geht's auf in Welt 3. Warum ich da hingehe? Ach, nur für den Fall, dass ich noch schnell was auf dem Weg dahin lerne, was uns eventuell hilft, die zweite Welt gleich auf Anhieb zu beenden. Ah, und ein Porter hier in der Mitte. Geil. So. Und da ist wirklich was zum Lernen. Was kriegen wir hier nochmal? Oh, genug Noten zum Glück. Oh, Granateneier! Diese Eier explodieren wie Granaten. Zu sicherem Abstand würde ich dir raten. Okay, Mann. Granateneier. Die wummern richtig. Tschüss, Mann! Stomp. Geil. So, mehr brauchen wir aber auch hier nicht. Hab ich den Portal in Welt für Welt 2 hier aktiviert? Nochmal zurückgehen. Oh, wisst ihr, was wir da machen können? Genau, das mache ich mal. Wir holen uns mal die geheimen Bonusgegenstände. Wisst ihr noch, bei Banjo-Kazooie 1 am Ende hat Mumbo uns doch, weil wir 100 Puzzleteile gesammelt haben, drei geheime Bilder gezeigt, die uns in Banjo-Tooie erwarten sollten. Ja, und er hat nicht gelogen, weil die holen wir uns jetzt. Jedenfalls schon mal, ich glaube, ich kann zwei bisher kriegen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das dritte ist, aber das finden wir schon. So. Und zwar, das erste ist im Jinjo-Dorf. Wieder mit unserem neu erlernten Hangelgriff. So. Na, Schlitz! Die Viecher werden uns wohl nie lernen. So, hier eine geheime Höhle. Und guckt euch das mal an! Ein Banjo-Kazooie-Spiel! Das sieht aus wie ein Banjo-Kazooie-Game-Pack aus. Banjo-Kazooie-Game-Pack aus. Ich frage mich, hey, hol mich ab! Kleiner Kumpel! Batz! Da! Der Eisschlüssel! Jawohl! Das ist der eisige Schlüssel von Banjo-Kazooie, von dem so viel erzählt wird. Ich frage mich, was er öffnet. Seht ihr, Freunde? Mumbo hat nicht gelogen. Wir haben also den Eisschlüssel erhalten. Und was waren auf den anderen beiden Bildern drauf? Na, wisst ihr es noch? Genau. Zwei seltsame Eier. Und die holen wir uns jetzt auch. Na, wie gesagt, eins holen wir uns schon mal. Da weiß ich irgendwie noch, was man damit machen muss. So. Moment. Ich muss kurz gucken, wo das war. Genau. Ich fliege jetzt eine Runde. Übelst versteckt, ey, wie ich finde eigentlich. Also, da kommt man nicht wirklich drauf. So, Flugplatte. Ihr werdet euch wundern. Nämlich, da oben in dem Wasserfall da drinne. Genau hier. Okay, man könnte vielleicht drauf kommen, wenn man die Flugplatte da sieht, die da gerade war. Okay. Hier nun also Gamepack 2. Richtig schön. Wir kriegen es auch, indem wir uns einfach hier mal hangeln. Hinterm Wasserfall vorbei. Hoppa. Kleine Dusche genossen. So, und hier ist jetzt eins der beiden Eier drin. Ich weiß nicht mehr, wo das dritte ist, aber ich finde es schon raus. Weh, einer sagt mir das von euch. Das wäre fies, Mann. Ah. So. Wow, das ist Banjo-Kazooies mysteriöses blaues Geheimei.
Ich frage mich, was es enthält. Ja, wie kriegt man das nochmal raus? Ach ja, stimmt, da gibt es ja so eine komische Henne, die das ausbrütet. Okay, Freunde, ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin dann schon bei den Minen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.